Ich stehe hier neben unserem Kurzplatz und der wird vermutlich umgebaut. Und da machen wir ein kleines Video drüber, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie es davor aussah und wie es danach ausschaut. Und aktuell haben wir eben 9 Löcher hier hinter mir und so schöne kurze Bahnen, 60, 70, 80 Meter. Und da soll, wenn alles glatt geht, ein Kunstrasengrün an jedem Loch vorhanden dann sein und Kunstrasenabschläge. Und wir werden vermutlich von 9 auf 6 Löchern das Ganze umgestalten. Marcel von Private Greens ist hier. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Und dass wir jetzt halt hier unseren Kurzplatz weiter bauen können. Über den Winter haben unsere Greenkeeper ja schon ein paar Vorarbeiten geleistet. Genau. So eine Absprache mit euch. Wir haben diese Abschläge gebaut und auch die Grüns hier vorbereitet. Was war jetzt da der Auftrag für die Greenkeeper? Also hier wurde Mineralstoffe verbaut, ungefähr 30 cm, dass man verdichtete, feste Fläche hat, sodass im Nachhinein auch nichts mehr nachsackt. Und das wurde dann noch mit so einer kleinen Brechsandschicht ausgeglichen, die kleinen Breaks ein bisschen gestaltet. Mhm. Ja, und das ist es eigentlich so im Groben und im Ganzen. Also schon auch mal, man sieht auch schon die Ondulierungen hier drin. Genau. Das heißt, da sind auch schon Breaks drin. Breaks, ne? Sind auf jeden Fall drin, ja. Okay, sehr schön. Was liegt hier für ein Kunstrasen drauf? Das ist unser Augusta Pro System. Das ist wirklich hochwertiges Kunstrasengrün, extra für den Golfsport entwickelt. Und 365 Tage im Jahr bespielbar, zu Top-Eigenschaften, okay. Kein Pflegeaufwand, also ist wirklich ein geil. Super Produkt. Das ist sehr schön. Ich habe auch gehört, man kann im Winter auch dann Schnee abräumen mit Salz drauf. Und ja, genau, Salz spielen. Kann man ruhig streuen und taut der Schnee weg und dann den Rest eben nach Bürsten kehren oder halt im Laubgebläse einfach entfernen. Wie ist es mit dem Verhalten? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht. Aber jetzt nochmal für alle, die hier zuschauen, wie ist es denn tatsächlich, wenn jetzt unsere Gäste, unsere Kunden, unsere Schüler hierher kommen und spielen? Und müssen die ihren Schlag so planen, dass der Ball da reinrollt? Oder können die den so planen, dass aus den 50 bis 80, 100 Meter, die wir so haben, dass der Ball wirklich carry am Grün landet und dann auch da ein Spinverhalten hat? Ja, einen kleinen Roam muss man schon noch bedenken oder mit in Betracht ziehen. Ne? Man kann es natürlich auch mit Backspin anspielen, wenn man gut ist. Und dann, kommt der auch ein bisschen so zurück? Anspielen. Ja, also, klar, natürlich. Ja? Ja. Behalten die so viel Spinverhalten dann nach der Landung? Ja. Okay, ich bin gespannt. Also ich habe noch keinen Schlag drauf gemacht. Kommt noch. Ja. wie lange braucht er noch? Ich denke mal 2 Tage noch, dann soll das alles fertig sein. Okay, also auf jeden Fall, wenn das Video fertig geschnitten ist, dann ist der Kurzplatz fertig. Genau. Allerdings, man sieht ja hier so am Rand, ist noch dieser Schotter und diese Kiesschichten zu sehen. Genau. Was passiert da noch? Da wird noch ganz normaler Humus, Mutterboden angearbeitet und dann wird der normale Rasen eingesät. Okay, also es wird dann auch noch vermutlich 2-3 Wochen locker dauern, bis es... Schon sportlich 2-3 Wochen, aber ich denke ja, dann irgendwann auf jeden Fall. Okay, also ich kann mir auch vorstellen, dass wir den erstmal ein bisschen wachsen lassen, den Kurzplatz, bis wirklich da alle drauf rennen dürfen. Genau. Und wunderbar. Dann, was haben wir noch zu erzählen? Gibt es noch irgendwas? Wie geht es hier weiter jetzt? Genau, also jetzt habt ihr hier den Teppich, wenn man so will, verlegt. Wenn man so will, den Teppich verlegt, genau. Der wird dann noch, der ist jetzt verklebt, also das sind 2 Bahnen, ja. Die sind verklebt. Ja, man sieht auch hier die Naht, ne? Das heißt, genau, noch sieht man sie, aber das kann man ja noch alles aufgebürstet, das ist der nächste Schritt, sodass die Fasern dann schön hochstehen und dann wird das Ganze mit unserem Infill verfüllt, sodass man da eine vernünftige Höhe hinbekommt und gerade auch für das Rollverhalten. Und zum Schluss wird es dann einfach nochmal nachgewalzt, wenn man die Spielgeschwindigkeit hinkriegt und dann war es das. Okay, und der Pflegeaufwand, was haben unsere Greenkeeper jetzt hier zu machen? Weil am Grün gehen sie ja jeden Tag mit mehr drüber. Also hier fast gar nichts. Was man machen sollte, so groben Schmutz entfernen, Laub oder irgendwelche Blüten, die hier runterfallen. Mhm. Ja, aber ansonsten, Mähen fällt weg, Düngen fällt weg, Wässern fällt weg. Von daher schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Ne? Okay, sehr cool. Dann freue ich mich, wenn es hier bald losgeht. Und euch noch viel Spaß machen. Ein paar Videos blenden die dann noch mit ein von euren Arbeitsschritten. Und dann alles klar. Bis bald mal wieder. Bis gleich. We'll be right back.
seit dem Bau des Kurzplatzes hat sich einiges getan. Nicht nur meine Haare wurden länger, sondern eben auch hier auf dem Kurzplatz ist einiges gewachsen und vorangegangen. Und alle Abschläge eben wurden auch richtig schön mit Erde aufgefüllt und mit Grassamen versehen. Und man sieht schon, wie so ein bisschen das durchkommt. Und da sieht man zum Beispiel auch, wie es um das Grün herum angesät wurde. Und da wächst schon das Gras durch. Nach 2,5 Jahren geht es jetzt hier mal weiter. Und der Kurzplatz hat sich entwickelt. Die Bäume sind gewachsen, die Sträucher sind gewachsen. Die Grüns sind auch eingewachsen. Ja, dann ein paar Eindrücke über die letzten 2 Jahre, wo ich den Kurzplatz genutzt habe und gespielt habe. Ich war mit vielen Plattrafikus-Teilnehmern hier und habe ihn intensiv genutzt. Was Schönes, man kann auf jeden Fall sein kurzes Spiel gut trainieren. Man bekommt ein Gefühl für den Ablauf, wo stellt man die Tasche hin, welche Schläge nimmt man wann und wo. Und man kann auch so den ein oder anderen Bunkerschlag machen. Also es bietet eine gute Gelegenheit, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Und hier im Golfclub Lauterhofen ist das Ganze auch noch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder kann hierher kommen und das hier nutzen. Ja, zu den Grüns. Die Grüns sind auf jeden Fall durchaus eine Herausforderung, weil sie teilweise schnell sind. Man könnte sie aufbürsten, das wurde auch einige Male getan. Und die laufen echt gut, ziemlich spurtreu. Wenn viel Betrieb ist, dann merkt man schon, dann müsste man mal wieder aufbürsten, müsste man den Ding langsamer machen. Ja, ein architektonisches Highlight gibt es hier auch auf dem Kurzplatz. Sie wird genannt Bestäubergabione und steht hier hinter mir. Ist im Grunde ideal für die Insekten und die Bienen und alles, was so rumschwirrt. Die haben da ein Zuhause, wo sie sich wohlfühlen können. Die Größe der Grüns ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meter auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Meter in etwa. Und ich muss sagen, das Grün anzuspielen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Vor allem, wenn es auch noch in den Gegenhang weggeht, also wenn der zu spielende Ball auch noch eher nach vorne bounced. Man muss schon gute Fähigkeiten haben, damit man diesen Ball auch da zum Liegen kriegt. Ich spiele meistens entweder flach rein oder ich lasse ihn halt sehr früh aufkommen und lasse ihn dann halt sanft fliegen und sanft rollen, also eher so ein angeschnittener, so ein Lob. Und es macht einen großen Unterschied, ob man einen harten oder einen weichen Ball spielt. Denn hier ist es Spin-Verhalten bei so einem weichen Ball. Ja, wir kennen alle den Ball, der ganz viel Spin behält. Und wenn ich den da spiele, dann merke ich schon einen großen Unterschied, dass ich aus den 80 Meter Distanzen den Ball zum Liegen kriege. Wohingegen, nehmen wir mal den Range-Ball, der einfach kommt auf und der läuft runter, der bleibt dann nicht mehr liegen. Also da macht es große Unterschiede. So haben die meisten Anfänger ja eher härtere Bälle, diese Distance-Bälle. Und die werden dann hier Schwierigkeiten haben, den Ball zum Liegen zu kriegen. Aber der gute Spieler, der weiß sich zu helfen. Und den Ball clever ins Grün laufen zu lassen, ist natürlich auch eine Kunst. Und die kann man hier wunderbar schulen. Ja, die Grüngeschwindigkeit beim Putten ist auf jeden Fall deutlich schneller als auf den üblichen Grüns, auf den Rasengrüns. Und ja, ich habe hier mal ein paar Putts gemacht und man sieht schon, man muss da sehr, sehr, sehr gefühlvoll putten. Der Ball, der läuft und läuft und läuft. Ja, das haben wir am Anfang mal eingestellt hier, mehr Sand drauf gemacht. Aber da die Grüns insgesamt geneigt sind, ist es einfach so, dass die Bälle eine hohe Geschwindigkeit haben. Wohingegen natürlich in die andere Richtung zu putten, bergauf, ist es ein bisschen angenehmer, bekannter. Und wie man sehen kann, Hunde fühlen sich hier auch wohl und können hier keine Abdrücke hinterlassen. Also ideal auch für Hunde geeignet. Auf geht's, komm!
Ja, es scheint auch die Wärme zu speichern und sehr warm zu sein, sodass die Hunde gar nicht mehr weg wollen. Auf geht's, komm! Wir sind fertig mit dem Video. Das war jetzt der Dreh von dem Video, der Bau unseres Kurzplatzes mit Private Greens. Neue Abschläge, neue Grüns, komplette Neudesign und viele Bäume, Hecken, Sträucher sind da, eine Bestäubergabione. Und ja, das Ganze ist kostenlos. Kommt vorbei, probiert's aus. 2,5 Jahre sind ungefähr vergangen seit dem ersten Video. Jetzt sind wir fertig und alles ist wunderbar und herrlich zu spielen. Ich genieße es hier und wünsche euch das Gleiche. Bis bald einmal. Ciao.